Also für mich heute der beste Bayern-Spieler war entweder Leroy Sané oder Sadio Mané. Ich würde sogar eher sagen Sadio Mané, obwohl Sané, ich glaube, 2 Tore waren es gemacht hat. Ich habe nicht viel gesehen, ich war in der Südkurve überall fahren und so. Aber Sané, Mané hat einfach seinen Stempel fürs Spiel aufgedrückt. Und eben mit den enttäuschenden Leistungen in den letzten Spielen hat er ordentlich dran gearbeitet. Und eben dieses Spiel wieder seine Weltklasse durch. Der stärkste Bayern-Spieler war für mich heute der Leroy Sané. Mit seinen 2 Toren hat er wieder mal bewiesen, in was für einer unglaublichen Form er ist. Ein Top-Spieler, Top-Transfer und jetzt zeigt er endlich auch mal, wie stark er für uns sein kann. In meinen Augen heute war es die linke und die rechte Seite, sowohl ein Davies als auch die rechte Seite. Es wurde zu viel geplänkelt und es kam nichts dabei raus. Ich würde dem Bayern-Spiel die Note 2 geben. Es war halt leider ein bisschen einseitig. Für Bayern-Fans natürlich super, aber man hätte ein bisschen mehr Spannung.